Ich gebe ihm die Hand. Ich gebe dir meine Hand. Ich gebe dir eine Backpfeife. Boah, hab ich Bock. Boah, Max. Du hast keine Ahnung, mein Lieber. Was redet der für Scheiße? Ich bin so... Willst du tanzen? Du kannst anfangen, wenn du willst. Fang du erstmal an. Ja, komm auf meinen Schoß, komm. Nein, nein. Guck einfach nur, dass du es im September in diesem Cage schaffst und verletzt dich nicht bei irgendwelchen komischen Dingern. Und der Rest ist egal. Fertig. Ich bin da. Ich mach's. Ich steh mein Mann da. Ich hab einfach Bock, ihm in die Fresse zu hauen. Das ist einfach so. Ja. Geil. Ich hab richtig Bock, dir in die Fresse zu hauen. Ja. Bitte, Max. Ja. Bitte. Ja, willst du jetzt? Bitte, mach das. Ja. Denkst du, ich hab Angst um dir? Willst du mich verarschen? Also was Jungs, ich glaube, das machen wir am Samstag. Ja. Wohin, mein Lieber? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, dann kann ich mir, glaube ich, die letzte Frage auch mehr oder weniger sparen. Wenn das Ding durch ist, könnt ihr euch danach noch die Hand geben? Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Face-Off vor dem großen Main-Event von NFC 5. Mohamed Trabelsi gegen Max Koga. Es geht um den Gürtel im Federgewicht. Wir spulen zurück ein paar Monate. NFC 3, Hauptkampf im Mai. Mohamed gewinnt den Titel gegen Nico Samsonice, fordert hinterher Max Koga heraus in einer etwas überraschenden Ansprache. Warum Max? Weil ich die Nummer 1 sein will. Und der Max, der ist noch die Nummer 1, aber ja, ich wollte unbedingt die Nummer 1 schlagen. Die werde ich jetzt machen. Deshalb habe ich den Max herausgefordert. Was hast du gedacht? Was ging dir durch den Kopf? Welche Rankings guckt er sich an? Was hast du für ein Ranking angeguckt? Naja, was soll ich sagen? Kann kämpfen. Der Gürtel ist mir vollkommen egal. Ich hab Bock auf dich. Das ist alles. Schön. Ja, ist es. Ja. Max ist aktuell noch bei KSW unter Vertrag, war es damals auch schon. Es war ja gar nicht selbstverständlich, dass es zu diesem Kampf überhaupt kommen kann, dass das so schnell vor allen Dingen möglich ist. Warst du ein bisschen davon überrascht, dass es tatsächlich dann A, schnell eine Zusage gab, B, der Kampf auch relativ zügig eingetütet wurde? Hat dich das überrascht? Nein, es hat mich gar nicht überrascht. Das ist ja, mir gehört ein Titel. Und ich weiß, wie gut ich bin und ja, ich wollte einfach nur, dass der Kampf stattfindet. Ich kenne den Max, wir kennen uns schon und aus dem Grund, ja. Ein paar Mal bei mir im Club getanzt. Echt? Ja, Videos. Das waren Übungsvideos, habe ich aufgenommen, das hat er dann bei mir im Club vorgeführt. Echt? Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ich aber es kann ja sein. Mömö, deswegen der Name. Stimmt. Ja, jetzt erinnerst du dich. Ja. Also Max hat einen Nachtclub, für alle, die das nicht wissen. Ja. Ich frage deshalb, weil, darauf hat er ja auch mehrfach angesprochen, ist seit dieser Herausforderung von dir und seiner offiziellen Zusage relativ ruhig geworden ist aus deinem Lager. Also man hat bisher nichts gehört und es gibt jetzt böse Zungen, die behaupten, oh Mann, der hat vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass es zu dem Kampf kommt und jetzt, wo er da ist, geht ihm ein bisschen die Düse. Was sagst du dazu? Nein, nein, so ist es nicht, sondern ich habe ihn einfach herausgefordert, aber auf die Antwort gewartet, bis er halt zusagt. Dann kam natürlich die Antwort von NFC, ich habe mich natürlich gefreut, aber ja, irgendwann mal sollte der Kampf auf jeden Fall schon stattfinden. Ich wusste schon, dass er das machen wird und er weiß, wie gut ich bin. Ich weiß, wie weit er sich entwickelt hat, von daher, es wird ein sehr guter Kampf sein. Ich freue mich drauf. Max, auf der anderen Seite, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, kam es in der Kommunikation von eurer Seite ein bisschen so rüber, oder was heißt in der Kommunikation, so, ja, in der Außendarstellung ein bisschen so rüber, als ob du dir denkst, okay, KSW, man weiß das, die wollen in Zukunft mal nach Deutschland kommen, du hast da zuletzt sehr, sehr knapp gegen den aktuellen Champion verloren, das heißt, du schwimmst da sehr, sehr weit oben auch mit rum und es kam ein bisschen so rüber, als ob, okay, ich gehe noch mal kurz rüber nach Deutschland, aus der großen KSW komme ich noch mal zurück und frühstück den mal so nebenbei mit ab als kleinen Snack, sage ich jetzt mal, und geh dann wieder zurück zur KSW. Aber unterschätzt du ihn dann nicht auch ein bisschen? Denn es ist einer der besten Kämpfer, die wir in Deutschland haben, auch in der Gewichtsklasse. Prinzipiell unterschätze ich niemanden. Es ist einfach so, dass er sich stilistisch einen angenehmeren Kampf wünscht als Saba oder Sascha Sharma. Gegen Sascha Sharma hat er verloren. Und Saba würde ihn einfach niederringen. Und deswegen hat er natürlich geguckt, was ist ansonsten noch machbar, um dann irgendwie nach oben zu kommen. Das hat mich natürlich im ersten Moment ein bisschen überrascht, aber ist auch gar kein Problem. Weißt ja, ich kann ja auch ringen. Ja, ja. Ja, deswegen
Mir kommt's recht. Es ist ein Kampf. Ich hatte jetzt im September nichts. Ich habe einen Vertrag bei KSW, dass ich außerhalb von Polen noch kämpfen darf. Perfekt. Bist du denn stilistisch angenehmerer Kampf? Ich kann im Stand kämpfen, ich kann ringen, ich kann Boden, ich kann alles. Liegt ja dann eher an mir. Ist nur so, dass ich mich sehr gerne haue, so wie er auch. Aber ich gehe auch gerne an Boden, ich ringe auch gerne. Ich lasse es auf mich zukommen. Aber ich werde das auf jeden Fall diktieren. Mümmel. Ist er ein stilistisch angenehmerer Kampf? Natürlich. Ich bin ein Allrounder, er ist ein Allrounder. Er will sich hauen. Ich komme, daher komme ich. Man muss es aber ganz klar sagen, dass ich jetzt einfach reingerutscht bin, hier um den Titel kämpfe. Und es geht nicht um den Titel. Es muss nicht um den Titel gehen, sondern es geht immer nur darum, der Beste zu sein. Ja? Und ich will der Beste sein. Heißt aber lange nicht, dass der Max der Beste ist, sondern das heißt nur, dass der Max sehr erfahren ist. Der hat seine Erfahrung gesammelt im Ausland. Der sammelt immer noch seine Erfahrung. Und ich habe die Chance noch nicht gekriegt, im Ausland wie er zu kämpfen. Und deshalb, ja, warum nicht? Ich liebe es. Ich will es machen einfach. Also ein Sieg gegen ihn. Ich will mich weiterentwickeln. Ein Sieg gegen ihn wäre natürlich eine gute Visitenkarte, um selber auch ins Ausland zu gehen, oder wie? Auch, ja. Okay. Auch. Wo siehst du seine Schwächen? Der hat Schwächen, bestimmt. Die Art und Weise, wie er es auf den Medien präsentiert, die Art und Weise, wie er die ganzen Sachen bringt und alles. Und es heißt ja lange nicht, dass ich jetzt, weil ich ruhig geblieben bin, heißt ja lange nicht so, oh, okay, der Max hat den Kampf zugesagt, er macht die ganzen Videos, die ganzen Bilder, oh, ich habe Angst. Nein. Alles mit der Ruhe. Alles entspannt, alles mit der Ruhe. Sobald die Uhr tickt und die Zeit kommt, dann kriegt jeder seine Rechnung. Du sprichst die Social Media Postings, denke ich mal, an. Es kam eine ganze Menge jetzt aus deiner Richtung. Ja, ein bisschen eher in die lustige Ecke gedrückt, würde ich jetzt mal vielleicht so ein bisschen überschreiben. Das fandst du unpassend oder so? Also höre ich jetzt ein bisschen raus. Nein. Was ist unpassend? Was meinst du mit unpassend? Weil du gesagt hast, ich habe ihn nach Schwächen gefragt und du sagst, ja, vielleicht so die Art, wie er es nach außen darstellt. Das fandst du nicht gut? Nein, vielleicht versucht er sich so zu motivieren, ein bisschen zu pushen, ein bisschen. Mhm. Und ich finde es schön, ich finde es endlustig. Das, was du machst, finde ich echt lustig. Ist ja auch lustig. Ist echt witzig. Es ist witzig, das sage ich auch. Jeder, der meine Karriere verfolgt hat, weiß, dass ich kein Trash-Talker bin. Ich kann das und ich kann es auch gut. Ja. Aber es war bisher nie nötig. Trotz alledem wurde ich noch nie herausgefordert und mein Trainer wurde bisher auch noch nicht beleidigt. Und deswegen kann ich nicht anders als einfach drauf eingehen und muss einfach schießen. Und dann schieße ich auch gerne aus allen Rohren. Geil. Und jetzt ich werde das natürlich mit einer Top-Performance krönen im September. Okay, ich freue mich drauf. Yeah. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird lustig. Ja, für mich wird es lustig, Momo. Für mich auch, glaub mir. Für mich vielleicht mehr. Was sagst du dazu, dass er sagt, du pushst dich selbst ein bisschen hoch mit diesen ganzen Postings? Nichts, macht mir Spaß. Ich schieße halt einfach gerne. Ich hab's ja gerade gesagt. Aber nimmst du dir wirklich die Zeit dafür? Selbstverständlich. Ich nehme mir komplett bis zum Kampf. Denke ich nur an dich. Ich weiß, du nimmst es nicht so ernst mit anderen Flüssigkeiten. Deswegen ist kein Problem für dich, weiß ich schon. Ja, ich nehme mir die Zeit. Was sind seine Schwächen? Ich will dich gar nicht niederreden oder sowas. Na, alles cool. Das ist ja ganz offensichtlich, dass du Saba meidest. Ist einfach so, das ist ein Fakt. Ist einfach so. Und Sascha Sharma ist auch nicht, hast du auch keinen Bock drauf. Sonst, wenn man mal ehrlich ist, würdest du ja Saba kämpfen. Und dass er dir in deiner Karriere nichts bringt, ist ja auch Quatsch. Was bringst du Saba in der Karriere? Viel. Ja? Viel. Was denn? Mein Ruf. Mein Erfolg. Das ist es. Der Saba ist ein sehr guter Ringer und er kann auch gut kämpfen. Aber ich brauche Show. Die Zuschauer brauchen eine Show. Max, wenn wir zusammen in dem Käfig stehen und wir uns hauen und wir schauen, wer die stärkste Faust hat, denkst du, die Zuschauer wollen es nicht sehen? Natürlich. Jeder will es sehen. Ich bin da. Ich mach's. Ich stehe mein Mann da, wie ich es immer gemacht habe. Genauso wie gegen. Genau wie gegen Mohamed Krabinski, genau wie gegen Sascha Sharman, wie gegen jeden. Ich stand immer da. Ich habe niemanden herausgefordert in meiner Karriere. Du bist der Erste. Deshalb habe ich dir gesagt, wir haben schon was Gemeinsames. Du hast gesagt, du wurdest noch nie herausgefordert. Hier, bitte. Und du bist der Erste, den ich herausfordere. Also, ich stehe da. Er hat natürlich nicht Unrecht. Also, er hat die Herausforderung ausgesprochen. Er hat die Eier, sitzt jetzt hier, steht sein Mann. Es gibt viele, wenn man hinter den Kulissen so ein bisschen rumfragt, die glauben, er geht als Außenseiter in den Kampf, obwohl er mit dem Titel kommt und so weiter. Aber du bist einfach langjährig erfahren, ne? Kämpfst im Ausland und so weiter. Das muss man schon respektieren, oder nicht? Für mich ist das nichts Besonderes. Ist okay? Mir macht es ja Spaß. Ich gehe da gerne drauf ein. Ich bin dankbar für dich, Momo. Sehr gerne. Wirklich. Immer wieder gerne. Ja.
Ich werde im September kämpfen und werde eine Show hinlegen und fertig. Und dann musst du weiterkommen. Wie hast du die Herausforderung selbst erlebt? Weil die Rede war ja, das haben einige mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Das Ergebnis des Kampfes war ja, wir erinnern uns, diese Horrorverletzung von Nico Samsonice. Wir haben dich zuerst gesehen, sehr, sehr emotional, offensichtlich mitfühlend. Ja, logisch, ne? Keiner will so etwas erleben. Und dann gab es aber relativ schnell diesen Turn, diesen Knick hin zum, ich sag mal, bösen Momo unter Herausforderung. Unter anderem mit dem Spruch, meine arabischen Knochen sind stärker, glaube ich, oder so ähnlich hast du es gesagt. Wie hast du das erlebt? Ja, das. Man muss ganz ehrlich sagen, dass Nico bis dahin den Kampf eindeutig gewonnen hat. Ist einfach so. Wenn es jetzt nicht passiert, weil er hat die Runde für sich entschieden. Und das kann man auch nicht minderreden. Ist nicht so. Was denn? Nico hat bis dahin gewonnen. Er hat schon gute Treffer gelandet. Ja, er hat gewonnen. Genauso gute Treffer gelandet. Ja, eine Backfist. Sonst hat er dich ausgeboxt. Ja. Du siehst es so. Ja. Du siehst es so. Er hat super gekämpft. Das sind Fakten. Das sind Fakten. Nee, Momo, ohne Spaß. Okay. Das sind Fakten. Wirklich. Okay. Ich bleibe einfach nur bei den Fakten. Ist ich ja respektiere so. Sehr den Nico. Ich finde es sehr, sehr schade, dass ich sag das sage. Sagt auch keiner, dass du ihn nicht respektierst. Ich sage ja nur, dass du bis dahin verloren hast. Aber ich sage das nur von meiner Ansicht. Du hast ja gerade jetzt deine Meinung gesagt. Ich sage nur, ich respektiere sehr den Nico. Der hat einen super Kampf gemacht. Ich finde es sehr, sehr schade oder sehr schade, dass sich das Bein gebrochen hat. Ich hätte gerne noch weiter mit ihm gekämpft. Haben wir gestern auch schon ausgesprochen. Und ja, es ist halt so gerade, wie es ist. Und deshalb brauche ich jetzt den Max Koga. Alles Nächste. Ich gehe davon aus, dass du diese Herausforderung ja nicht ins Blaue heraus ausgesprochen hast, sondern ihr habt euch da sicherlich den Kopf drum gemacht. Dein Trainer ist ein sehr, sehr intelligenter Mann. Du bist ein sehr, sehr intelligenter Typ. Ich glaube, ihr habt euch da einen Kopf drum gemacht vorher und ich glaube, ihr habt auch genug Videostudium, Videoanalyse gemacht, habt euch Max genau angeguckt. Es war nichts geplant, es war nichts ausgesprochen, sondern wir haben aber gesagt, und es war nichts mit böses Blut oder so, dass ich jetzt irgendwie voll emotional war wegen dem Nico und dann auf einmal wollte ich kommen, den bösen Mo, nein, nicht den bösen Mo, sondern ich brauche das. Ich brauche jemanden, den ich herausfordern kann oder der mich herausfordern kann, und um weiterzukommen. Deshalb habe ich mir gedacht, warum nicht? Wie gesagt, er hat im Ausland gekämpft und ich habe noch nicht im Ausland gekämpft. Und ja, es wäre vielleicht die erste Adresse, die ich bei denen klingen will und gegen den Max kämpfen will. Und deshalb habe ich ihn auch herausgefordert. Von daher. Und du hast in dem Moment erst entschieden, dass Max derjenige ist, den du... Nee, ich hatte schon mal davon im Kopf, ja. Aber ich habe es noch mit niemandem abgesprochen, sondern ich habe mir einfach den Moment genommen und ich habe mir gedacht, ich schaue erstmal, wie es mit dem Kampf läuft gegen den Nico. Ich wollte mich eher auf den Nico konzentrieren und einfach schauen und dann gibt es kein Zurück mehr. Das ist genauso wie beim Mohamed Grabinski. Das war ja genau so, wo ich gesagt habe, ich würde gegen jeden kämpfen. Dann hat mich der Champion sozusagen herausgefordert. Sowas gab es ja auch noch nicht. Aber ja, ich traue mich sehr vielen Sachen. Ich bin nur ruhig. Ich will Step by Step. Erst 25 Jahre. Schau mal, wo ich stehe. Super. Ich bin zufrieden mit all meinen Leistungen. Was für einen Kampfverlauf erwartest du? Ich meine, Momo ist eindeutig einer der besten Striker in Deutschland. Hervorragende Beinarbeit, technisch sehr, sehr sauber. Das ist gut. Wir wissen, du knallst gerne. Wir wissen, du bist ein guter Allrounder. Wie wird der Kampf ablaufen? Marc, ich sag dir eins. Das liegt an mir. Also, ich werde entscheiden, wann ich das Ding zu Ende bringe und fertig. Es wird aber ein vorzeitiges Ende geben, Momo. Echt? Ja. Wirklich. Okay. Verlass dich drauf. Ja. Und danach wird er wieder tanzen bei mir im Club. Ja. Nee. Du fährst jetzt in den ganzen Postings alles so ein bisschen in diese, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, homoerotische Schiene. Ist ja nur das, was ich finde. Wo kommt das her? Wo kommt dieses... Guck dir meine Fanseite an, guck dir seine an. Es ist einfach so, er hat mich rausgefordert. Auf einmal habe ich dann diese fantastische Seite, Fanseite Momo Trabelsi. Und ich war schon schockiert, dass sie 1:1 gleich aussehen. Und es war schon Spaß. Wie kann ich das nicht verwenden? Das ist ja wohl nachvollziehbar. Wo kommt diese Mümmel-Geschichte her? Weil wir hatten jetzt, bevor wir live gegangen sind, hattet ihr schon einen kleinen Disput. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er in der Vergangenheit gemacht hat, aber Mümmel habe ich mir ausgedacht. Ich sage, liegt ja nicht so fern. Gibt es da eine Vergangenheit? Hast du da irgendwas? Nein, es gibt gar keine Vergangenheit. Ich habe nur gefragt, bist du nachts irgendwie komisch unterwegs? Nachts? Ja. Nee? Bin ich nicht. Du? Okay. Ja, klar. Du hast hier den Club. Ja, deine Eltern haben den Club. Genau. Deswegen frage ich dich. Du bist ja da drin aufgewachsen, ich nicht. Genau. Du tanzt nur da drin. Nein. Ja, mein Milieu ist ein bisschen anders. Ja? Ja. Ich bin woanders aufgewachsen. Ist ein bisschen entspannter bei mir. Naja.
Okay, tanzen kann ja in seiner Freizeit jeder auch, wo er möchte. Yeah. Wir wollen über den Kampf sprechen. Max, ich habe es gerade schon gesagt, die meisten schätzen das ein bisschen so ein, dass du als Favorit in das Ding gehst, obwohl er als Champion im Prinzip reinkommt und die Herausforderung ja auch ausgesprochen hat. Liegt wahrscheinlich daran, dass du sehr, sehr lang schon im Game bist, international viel gekämpft hast, auch starke Leute gekämpft hast und so weiter. Trotzdem ist es natürlich auch ein Risiko, so ein Kampf. Im MMA kann definitiv alles passieren. Er hat auch eine Reihe vorzeitiger Siege schon geholt. Was passiert, wenn du das Ding verlierst? Das ist natürlich ein Riesenrisiko. Also ich meine, momentan bist du im Title Picture so, im Titel Rennen bei KSW. Ist das im Hinterkopf mit drin? Guck einfach nur, dass du es im September in diesen Cage schaffst und verletzt dich nicht bei irgendwelchen komischen Dingern. Und der Rest ist egal. Fertig. Ich unterschätze ihn nicht. Klar, er hat zwei Fäuste. Er geht vorwärts. Das rede ich auch gar nicht minder. Ich habe Bock auf den Kampf. Sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Ich will einfach nur diesen Kampf und fertig. Ich auch. Glaub mir, ich auch. Glaubst du, du hast da ein bisschen schlafenden Löwen auch gepiekst, oder? Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, so diese ganzen Videos, diese ganzen Sachen, vielleicht er motiviert sich, er muntert sich ein bisschen so nach oben zu kommen, einfach dieses Feeling zu behalten, aber deshalb bin ich ruhig, entspannt. Er hat sich so weit aus dem Fenster gelehnt und ich darf derjenige sein, der ihn hier in den Raum wieder zurückschubst. Deswegen springe ich auf den Boden der Tatsachen und dann ist gut. Das ist alles, aber ich bin nicht wütend, ich bin auch nicht beleidigt, gar nichts. Wie meinst du das, dass ich... Ich bin immer am Boden, Max. Ich bleib immer am Boden. Ich bin immer da. Und jetzt sitzen wir hier so nah, du fühlst es doch auch. Fühlst du auch diese Spannung? Ja. Nein. Ich fühle das. Natürlich fühle ich das. Aber bei dir fühle ich es irgendwie ein bisschen mehr. Ich merke schon die ganze Zeit Bewegung und alles. Mhm. Ich bin so. Willst du tanzen? Du kannst anfangen, wenn du willst. Fang du erstmal an. Ja, komm auf meinen Schoß, komm. Nein. Was triggert dich so an der ganzen Sache? Die Herausforderung? Fandst du das frech oder warum bist du so... Ja, es juckt ihn. Es juckt ihn so sehr, dass jemand ihn herausfordert. Es juckt... Zum Glück habe ich ihn. Mich juckt es nicht. Ich mach das. Weil ich die Spitze erreichen will. Ich bin nicht so angespannt wie er. Er ist mehr angespannt wie ich. Er wird, wenn er den Kampf verlieren wird, dann sagen die alle so, ach, der Mo hat dich geschlagen, ach, das und das und das, ach, das und das und das, erfahrener Mann, überall gekämpft, hier. Ich habe auch in den USA trainiert, ich habe auch mit Superstars trainiert, ich habe das auch gemacht. Aber natürlich noch nicht die Chance bekommen, im Ausland zu kämpfen. Und mein Ticket. Bist du der Stepping Stone? Ich sehe das nicht, das ist ein Kompliment. Er will nach oben. Er will sich an mir hochziehen. So ist das in dem Game, das ist ganz normal. Ist ja zu erwarten, dass Leute einen herausfordern, dass er das auch macht. Aber der wird, ja, was soll ich dir sagen, er will mich als Stepping Stone benutzen. Ich benutze ihn für was auch immer ich will in einem Käfig und fertig. Ich habe einfach Bock, ihm in die Fresse zu hauen. Das ist einfach so. Geil. Ich habe richtig Bock, den in die Fresse zu hauen. Ja. Bitte, Max. Ja. Bitte. Ja, willst du jetzt? Bitte, mach das. Ja. Warte doch ab. Passiert. Bitte mach das. Ja. Ich würde es gerne jetzt machen, aber ich werde nicht dafür bezahlt. Das ist es. Ich gebe dir ein bisschen Geld. Nein, brauche ich nicht. Ja? Brauche ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich mag das vorne Bühne. Ich will, dass alle zuschauen. Alle sehen. Das ist mein Ding. Dafür lebe ich. Dieses Adrenalinkick. Max, du kennst es. Dein Name wird gerufen, der ganzen Halle, alle schreien. Du kommst raus, erster Treffer. Boom, bist du da. Das brauche ich. Deshalb mache ich den Sport, Max. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Ich mache das nicht, um meinen Ruf hochzukriegen, sondern ich mache das, weil genau dieser Kick brauche ich. Es geht nicht um Geld. Ich brauche dein Geld nicht, Max. Jetzt können wir es auch machen. Aber, ich brauche die Show. Ich brauch du brauchst das. Kameras, hier sind Kameras. Nicht Kamera. Ja. Nein, ich brauche den Kick. Und den kriege ich hier nicht. Aber wenn du es sagst, jederzeit, mein Lieber. Jederzeit. Komm. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Denkst du, ich habe Angst von dir? Was? Machen wir am Samstag. Ja? Was denn? Ja. Das ist Wohin, mein Lieber? Wohin, mein Lieber? Ich bin da.
Ja, Max, Max, Max. Okay. Ja, dann kann ich mir, glaube ich, die letzte Frage auch mehr oder weniger sparen. Wenn das Ding durch ist, könnt ihr euch danach noch die Hand geben? Wann? Nicht heute, nach dem Kampf am 18.07. Sehen wir dann. Ich gebe ihm die Hand. Ich gebe dir meine Hand, ich gebe dir eine Backpfeife. Ich gebe dir, was du willst. Okay, also wenn die Abneigung bis jetzt nicht real war, jetzt ist sie auf jeden Fall real. Das kann ich sagen, ich kann die Spannung hier tatsächlich spüren. Wie geht der Kampf aus? Sehen wir dann. Ich bin sehr gespannt gerade. Boah, hab ich Bock. Du hast keine Ahnung, mein Lieber. Was redet der für Scheiße? Max. Ja, was? Ich würde sagen, an der Sache lassen wir es bewenden. Den Kampf gibt es zu sehen am 18. September. Main Event von National Fighting Championship 5. Das Ganze im Maritim Hotel in Düsseldorf und natürlich live bei Fighting auf YouTube. Hier, das ist dein Spielzeug. Nein, das ist nicht meins. Meins ist im Auto. Aber du kannst es kurz nehmen. Zeigst es immer deinen Leuten. Behalt es doch. Ich? Ja. Nein, mach ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich doch gar nicht. Die kennen mich doch, wer ich bin. Maxi.